Nach 22 Tagen hat Aelitica und Frostbite den alten Irrekord von Kissing X. Herzlich willkommen zur 16. Folge von den SG News. Nach 22 Tagen hat Aelitica und Frostbite den alten Elo-Rekord von Kissing Exile gebrochen. Sie haben die 1953 Elo erreicht und sind somit der dritte Clan, welcher die 1900 Marke geknackt hat. Sie haben den alten Elo-Rekord um 2 Punkte gebrochen. Des Weiteren haben sie ihre 1000 Münzen erreicht. Dies war womöglich die beste Woche von Frostbite, meinte Leader Hansen. Der Elite-Clan-Shopping hat wieder angefangen, CWs zu spielen. Wir wünschen noch viel Erfolg. Kayum hat sich wieder eröffnet. Wir wünschen noch viel Erfolg. Elite hat sich geclosed. Wir wünschen allen ehemaligen Membern noch viel Erfolg. Der unbeliebte Spieler Exotic wurde aus dem Elite-Clan Synchro gekickt. Dies passiert, nachdem er zweimal den Clan Legends gedetost hat. Kommen wir zu den Bewerbungsphasen. Die Clans Begin, Kayuma, Kissing Exile, Synchro, Lanes, Lotus, Sunset, Soul und Into Darkness haben gerade eine Bewerbungsphase offen. Ihr könnt euch dort gerne bewerben. Kommen wir zu Top 10. Die Clans Frostbite und Begin sind weiterhin von den ersten beiden Plätzen vertreten. Elite ist vom vierten Platz auf den dritten Platz aufgestiegen und Recovery vom dritten Platz auf den vierten Platz abgestiegen. Kayuma sei unter dem belegten fünften Platz. Construction ist vom fünften Platz auf den sechsten Platz abgestiegen und Evolution vom sechsten Platz auf den siebten Platz. Existing Exile und Lanes bleiben weiterhin auf den neunten und auf den zehnten Platz vertreten. Aus der Top 10 sind geflogen Snow und Gamal. Das war's mit Niski News. Abonniert gerne unseren Kanal, ein Like, bei Crittings und dann haut rein. Ciao!